Wobei ein Tür, obwohl, nee. Wir warten erstmal noch. Hütten brauchen wir erstmal. Und wir speichern nochmal. SP4. Zwei Lanzenträgerinnen noch. Ach, zwei Speerwerferinnen natürlich. 700 Holz und 700 Stein. Dann müssen wir erstmal hier, kostet der? Ne, der kostet zu viel. Können wir uns noch nicht leisten. Ach, hier oben liegt ein Klunker. Okay, dann holen wir jetzt die hier. Und bewegen uns nach da. Wobei eigentlich... Ihr bleibt da, falls hier noch was Notfall ist. Und ihr seid natürlich im Verteidigungsmodus. Epoche 3. Was geht's? So. Bin unterwegs. Auf die. Will gleich mal sagen, Attacke. Und wir befördern den Erzdruiden, damit er uns heilen kann. Also unsere Einheiten. Fühlt meine Kraft. Fühlt meine Kraft im Verteidigungsmodus, die Axtkrieger. Die Welt trägt mich. Los. Kaputt. Ich werde euch lehren. Und da heilt hier Cole. Ist hier so ein Nest oder so? Ne. War ein Klunker, der holt sich, den holt sich Cole. Und die Steinarbeiter. Ach, haben hier eine neue Steinquelle gefunden, okay. Das Artefakt Knochenamulett gehört uns und das kann. Alle Einheiten des Spielers erhalten weniger Schaden durch gegnerische Tiereinheiten. Ich gehe vor. Sehr gut. Ich höre. Wieso war Bela jetzt nicht drin? Ja. So. Ihr kommt hier zurück. Und Holzarbeiter werden wir hier einen Turm hinbauen. Epoche 3, gut. Was gibt's? Wir brauchen einen Maschinenbauer. Wir können immer noch kein Transportboot bauen. Vielleicht müssen wir Epoche 4 machen. Ja, aber eigentlich, wir können gar nicht Epoche 4, wir sind jetzt Epoche jetzt wieder. Hier ist noch eine Fähigkeit, die erforschen wir. Für die Axtkrieger. Wieso können wir denn kein Transportboot bauen? Oder, ach ja, später wird bestimmt... Ja, naja. Oh, und Bogenschützen erhöhen. Wir haben zwar noch keine, aber das lässt sich ja ändern. Die bauen hier diesen Maschinenbauer. Der baut den Turm. Hier ist das Haus mehr zu reden, seine schicke Villa. Nicer Scheiß. Bogenschütze bereit. Sehr gut, Bogenschütze. Dann bauen wir gleich einen Tempel. Erhöhen gleich mal die Lagerkapazität. Pfeile gespitzt und bereit. Was gibt's? So, und einen Tempel. Dahin. Bereit. Haben wir auch schon eine schicke Armee nachher? Oh, Quest. Wenn sie weitergehen, werden die Wilderer aufmerksam und die Mammuts angreifen. Also bis dann brauchen wir erstmal eine gute Armee. Mauern. Das machen wir doch mal. Was gibt's?
Fleisch haben wir genug. Deswegen neige ich jetzt dazu, hier Mauern zu errichten gleich. Also wenn die Mauern-Upgrade hier abgeschlossen ist. Tempel wird gebaut. Dann bauen wir uns einen Druiden. Gebäude fertig, kleiner Turm. Gut. So, dann bauen wir uns jetzt hier schicke Mauern. So geht das nicht. Gut, dann bauen wir halt erstmal nur hier. Hä? So. Wo liegt denn da das Problem? Dann eben so. Naja, gucken wir später. Wenn du fertig bist, kannst du auch hier einen Turm reinkleistern. Druide ist ausgebildet. Sehr gut, was kann der Druide hier? Orakel. Das geht alles nicht, hä? Ah, das geht. Und dann... Da bitte ein Tor rein. So, das war's. Wovon haben wir viel? Von Fleisch. Der Fleischarbeiter macht jetzt erstmal Pause. Der baut... eine kleine Tierfarm erstmal. Haben wir nicht hier jetzt diesen Basisaufbau fertig? Stellen Sie einen Herr von 5 Lanzenträgerinnen auf. Sie müssen die 5 Lanzenträgerinnen...